Hallo, Freunde. Hallo. Herzlich willkommen. Ich weiß, man redet nicht mit vollem Mund, aber ich tue es jetzt. Pfeife auf die Regeln. Sag raus, aber schnell. Ja. Ich habe diese Woche irgendwie ziemlich, so lange habe ich auch nicht überlegt. Ich wollte irgendwie ein ganz locker leichtes Thema bringen, so wie letzte Woche eigentlich schon ein bisschen. Aber ich habe davor eine ziemlich lange Sache aufgenommen gehabt. Eigentlich ist mir so in die Hose gegangen, damals. Deswegen mache ich jetzt voll amateurmäßig ein Video. Hallo, ich bin die Laura. Ich habe mir ja noch gar nicht vorgestellt. Sowas. Ich bin die Laura. Und, Sag raus, aber schnell! Ja, ich bin immer montags dran. Und deswegen bin ich heute hier. Ja, und wir hatten letzte Woche das Thema, wo und wie kann man gut Frauen kennenlernen? Und wir haben da also einige Tipps. Also ich meine, es sollte jetzt also wirklich kein Problem mehr für euch sein, eine Frau kennenzulernen. Also wenn jemand da irgendwie wirklich noch Probleme hat und nicht in den nächsten paar Tagen eine Freundin kriegt, na dann, weiß ich auch nicht mehr. Jedoch wollte ich nochmal ganz tolle Tipps meinerseits hinzugeben, weil ich habe ja meine Go-Fors, also meine Tipps vergessen. Ich habe nur die No-Gos genommen, weil ich die um einiges lustiger fand natürlich. Aber eben, wir wollen ja auch mal ernsthafte Tipps geben. Also ich muss dazu sagen, ich habe meine Ex-Freundin auf Lesarion kennengelernt und am besten stellt man Fragen, finde ich. Und dann nicht so Fragen, wo wohnst du oder so, sondern vielleicht ein bisschen was Fantasievolles oder einfach, wo man ein bisschen stutzt oder einfach irgendwie so halt was nicht. Geht doch einfach auf, einfach wo man halt antworten kann. Ich habe gestern ein Schlafanzug-T-Shirt gekauft und dann gedacht, ich könnte mal auch mal auf eine Party anziehen. Free Hugs for Everyone. Ist das nicht toll? Da kann man nämlich auch, also es kommt immer noch an, wahrscheinlich finden es auch manche total blöd, die sagen dann so, kann man sich mal so ein T-Shirt anziehen, das ist ja furchtbar und so. Sag raus, aber schnell! Und auch für denjenigen, der es trägt, kann es ein bisschen problematisch werden, weil dann vielleicht Leute ankommen, die umarmt werden möchten, die man aber selber nicht so gerne umarmen möchte. Sei es, weil sie stinken oder fettige Haare haben, man weiß es nicht. Aber ja, aber deswegen habe ich mich entschieden, das als Schlafanzug anzuziehen, weil mich die meisten Leute, die mich im Schlafanzug sehen, eigentlich ohne weiteres mal umarmen können. Ja, und beim Tanzen natürlich, also ich meine, wenn man Spaß am Tanzen hat, einfach tanzen, Spaß haben, wenn einem jemand gefällt. Und wenn jemand auf einen zukommt, so, das ist immer, tanzen ist immer gut, wenn man das gerne macht. Wenn man es nicht gerne macht, dann ist es ein bisschen blöd. Aber dann kann man sich auch mal an die Bar stellen und da lernt man auch immer ganz nette Leute kennen, die neben einem stehen und auch warten. Und die warten müssen, die auch nicht gleich sofort wieder weg abhauen können. Also wenn sie ihr Getränk haben wollen, dann kann man die doch auf ein Getränk einladen zum Beispiel. Oder einfach sonst irgendwelche Gespräche. Oder man kann ihnen auch zum Beispiel mal die Nummer geben, wenn man geht. Alles möglich. Garantie ist natürlich bei nichts da, weil die lieben Menschen sehr unterschiedlich sind und sehr unterschiedliche Vorlieben haben. So ist das. Gut, jetzt eben. Ich habe was vorbereitet. Und zwar geht es um Musik. War das hier? Musik ist echt cool. Mhm. Ja, Musik. Ich wollte da eigentlich was Schönes vorbereiten, aber das ist jetzt so viel irgendwie schief gelaufen. Und irgendwie ist es auch nicht so machbar, wie ich das so im Sinn hatte, zumindest nicht in einer oder in zwei Stunden sogar. Deswegen
zeige ich euch jetzt einfach so. Ja, die Outtakes, eigentlich sind es die Takes, aber man kann dazu auch Outtakes sagen, weil es ist ganz wunderbar gelungen. Und ja, also ich möchte euch einfach nochmal bitten, wenn ihr Themen habt, wenn euch was interessiert, ja, dann schreibt uns das, weil wir wollen ja eben über die Sachen reden, die euch auch interessieren. Ich hoffe, dass ich nächsten Montag pünktlich bin, weil ich ziehe um. Weiter, weiter weg. Ja, okay, dann ich wünsche euch was. Tschüss! Nobody cares for music to you. Like this.